Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Q7 e-tron, den kennen wir alle schon, den haben wir schon behandelt, aber die gute Nachricht ist, wir haben noch ein anderes SUV hier, nämlich den nagelneuen Q8. Hier ist er. Unfassbar genial, schaut ihn euch an. Ich stehe total auf dieses Auto und würde sagen, heute checken wir mal, was das Auto so kann, wie er aussieht. Deswegen, bevor wir ihn von außen behandeln, steigen wir ein und drehen mal eine Runde. Freunde, das erste Mal unterwegs im neuen Q8. Ich muss ehrlich sagen, als das Auto rauskam, war ich richtig hyped. Und ich bin es nach wie vor noch, weil ich wirklich finde, dass der Q8 eigentlich all das hat, was mich am Q7 gefehlt hat. Also Q7, ihr wisst ja, ich habe diesen e-tron und ich mag das Auto. Ich habe mich auch dadurch wirklich an dieses SUV-Fahren gewöhnt. Ich finde das super angenehm, auf Reisen so viel Platz zu haben, den Fahrkomfort zu haben. Ist wirklich schön, aber rein optisch ist der Q7 für mich einfach zu, ich weiß nicht, zu unsportlich. Und der Q8, als der kam, mit diesem eckigen Design, mit diesen sportlichen Linien, da habe ich gesagt, hey, das ist genau das, was es braucht. Und ich finde dieses Auto wirklich, wirklich mega, muss ich wirklich so sagen. Ist ein super schönes Auto geworden und ja, angefangen hier innen. Ist jetzt nicht so, dass man das noch nicht kennt. Das Interieur ist eigentlich komplett übernommen vom A6 und vom A8. Das heißt, auch hier sind die kompletten Touch-Bedienelemente mit drin. Man hat hier überhaupt keine Knöpfe mehr. Was auf der einen Seite wirklich cool ist. Ich mag das. Ich finde es optisch viel, viel schöner, diese cleane Look, diese Touchscreen. Das ist einfach irgendwie die heutige Zeit. Ist aber natürlich auch sehr anfällig für Staub, für Schmutz. Das heißt, man wird auf Dauer wahrscheinlich immer hier so ein Tüchlein mit dabei haben, um sich das auch zu reinigen. Also hat immer seine Vor- und Nachteile, aber ich finde es auf jeden Fall cool und der ganze Innenraum wirkt einfach modern, wirkt cool und schön und macht auf jeden Fall was her. Genauso natürlich auch hier. Virtual Cockpit haben wir natürlich auch. Ich denke, all das, was wir hier sehen, das wird einfach... Das ist der neue Standard, ne? Also es wird nichts Analoges mehr geben. Es wird auch nicht mehr zurückgehen zu vielen Knöpfen. Daran können wir uns, glaube ich, schon mal gleich gewöhnen. Das ist einfach ja, der Stand der Dinge, der Stand der Zeit und dahin wird es auch gehen. Ansonsten hat man super angenehm viel Platz, eine sehr schöne Sitzposition in dem Auto. Hinten schaut es auch ordentlich aus. Es ist nicht übertrieben viel Platz. Es ist, glaube ich, ein bisschen... So auf den ersten Blick, wenn ich jetzt mal hinten schaue, würde ich sagen, ganz kleinen Ticken weniger, wahrscheinlich Beinfreiheit wie im Q7. Aber das schadet jetzt nicht wirklich. Und was man wirklich sagen muss und was mir jetzt direkt auffällt, ist, wie sich dieser Q8 fährt. Denn er ist eigentlich 100 Kilogramm schwerer wie der Q7. Und klar, der e-tron ist nochmal einen Ticken schwerer, mein Q7 e-tron. Aber ich habe die Befürchtung gehabt, dass durch das, dass er nochmal schwerer ist, er vielleicht von der Art, wie er sich fährt, eher ein bisschen schlechter wird wie der Q7. Ist aber definitiv gar nicht der Fall. Im Gegenteil, ich finde, dass der Q8, wenn du einsteigst, vom ersten Moment an, wenn du aus einer Parklücke oder aus dem Parkplatz rausfährst, fühlt er sich mega dynamisch an und durch diese Allradlenkung, die er jetzt hat, das heißt, wenn wir aus einer Parklücke beispielsweise rausfahren, lenken die Hinterräder mit. Dadurch hast du wirklich das Gefühl, dass du nicht ein 2,2-Tonnen-Auto bewegst, sondern wie wenn der einfach viel leichter wäre. Und das ist super geil. Also ich muss echt sagen, er ist super schön ansprechend. Jetzt fahre ich gerade auf Komfort. Man kann natürlich wieder über Drive Select hier umschalten auf Dynamik. Hat er natürlich auch wieder höhenverstellbares Luftfahrwerk. Ne? Das heißt, bei Dynamik fährt er sich so ein bisschen nach unten. Aber es ist wirklich so, dass er sich sehr, sehr angenehm fährt. Also es macht total Spaß, mit diesem Auto Kurven zu fahren und du hast wirklich nicht dieses Gefühl, dass er so schwer ist. Und das finde ich gut, weil das passt. Das Gefühl, das er hier vermittelt, passt eigentlich zur Optik. Ne? Dass er einfach sportlicher ist, dass es ein bisschen aggressiver alles ist, obwohl es immer noch ein großes SUV ist. Also da muss ich wirklich sagen, voll mein Ding, richtig genial. Beim Motor ist ja so, aktuell gibt es nur den 50 TDI, das heißt, die haben 286 PS V6 Diesel drin.
Der ist okay, würde ich mal sagen. Also ist jetzt natürlich nicht so, dass du hier ein Rennen gewinnst, aber ich finde, es ist ganz anständig, der Motor. Der fährt sich echt ordentlich. Sag ich mal, für einen normalen Alltag absolut ausreichend. Für alle, die es dann sportlicher wollen, kommt natürlich in absehbarer Zeit dann auch ein SQ8 sowie ein RSQ8. Und ich glaube, spätestens mit dem RSQ8 wird es eine richtig krasse Nummer werden. Der soll über 600 PS haben. Also es wird glaube ich eine richtige Ansage, so ein RSQ8, auf den bin ich richtig gespannt. Das wird aber natürlich noch dauern. Ne? Eine Sache, was man auf jeden Fall auch betonen muss, ist, wenn man mit diesem Auto gemütlich fährt, ne, also so durch Ortschaft 50 oder wie auch immer, ich könnte wirklich kaum sagen, ob das jetzt ein e-tron ist oder ein Diesel. Du hörst ihn so gut wie gar nicht. Der Motor ist extrem leise, was super angenehm ist, aber wenn du dann aus der Ortschaft rausfährst und mal wirklich ein bisschen drauf dabst, kommt er schon. Ne? Da schaltet er sich schon ein, da ist er schon da. Aber in der Stadt sowas von angenehm, sowas von ruhig. Also wirklich, wirklich genial, muss ich echt sagen. Macht echt Spaß. Sportlich ist er aber auch ein bisschen. Ja. Ja, man kann schon schnell in die Kurve reinfahren. Untersteuert auf jeden Fall ordentlich, der Kollege. Somit sind wir zurück und ich würde sagen, wir steigen jetzt dann gleich mal aus und schauen uns mal das an, was für mich an dem Auto wirklich das absolute Highlight ist, nämlich außen. Erstmal gibt es schöne Aufnahmen für euch und dann sprechen wir darüber. Bis gleich. So, dann lass uns mal über außen sprechen. Wobei, da habe ich jetzt schon mal den ersten Fehler gemacht, denn wir fangen gleich mal hier an mit der Tür. Denn was beim Q8 besonders ist, die Scheiben sind ohne Rahmen. Das kennt man eigentlich von kaum SUVs, beziehungsweise von keinem SUV, bei Audi auf jeden Fall. Und schaut halt einfach super edel aus, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Ansonsten natürlich die ganze Form beim Q8 entspricht eher einer Coupé-Form hinten. Das heißt, man hat ein abgeflachtes Heck, was dann dafür sorgt, dass das Auto einfach viel, viel sportlicher ausschaut und nicht so rund. Ein Thema, das hatten wir beim Q5 auch schon lange diskutiert, ist natürlich die Blenden hinten. Ne? Also vom Thema Auspuff, Freunde, verabschiedet euch auf kurz oder lang davon. Es wird nicht mehr kommen. Auch hier beim Q8 gibt es keinen sichtbaren Auspuff. Man hat nur Blenden gemacht. Ich schätze dann beim SQ8 bzw. beim RSQ8 besteht auf jeden Fall die Chance, dass wir wieder was sehen werden, aber für normale Dieselmotoren wird da nichts mehr kommen, das bleibt so, wie es ist. Und da wird sich auch nichts dran ändern. Ja, so, 22 Zoll Felgen sind in dem Fall drauf. 23 wäre natürlich schon auch mächtig. Mal schauen, ob da noch was geht. Ansonsten glaube ich, das markanteste bei Audi aktuell bei den SUVs ist der Octagon Grill. Der Octagon Grill, das klingt so richtig klugscheißerisch. Ist aber einfach diese eckige Form, die man hat, ne? Diese Achteckenform, die meiner Meinung nach wirklich, wirklich gut ausschaut. Sehr sportlich, aber auch gleichzeitig aggressiv. Am Q2 ist es so und es wird auf jeden Fall ab sofort bei jedem SUV dieser Grill so vorhanden sein. Sieht natürlich auf dem schwarzen Auto mega, mega stimmig aus. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde ihn in weiß. Ich habe ihn weiß gesehen. Ich war ja auf der Präsentation in Ulm im Autohaus, habe ihn dort in weiß gesehen und ich fand ihn in weiß richtig gut. Der Q7 in weiß war nicht, also hat mir nicht so gut gefallen, aber im Q8 mit schwarzen Details macht auf jeden Fall richtig, richtig was her. Ja. Und alles in allem, glaube ich, kann man echt sagen, dieses Auto ist einfach ein wunderschöner SUV geworden. Hat wirklich eigentlich alles, was man sich so wünscht. Schaut wirklich gut aus, wirkt sportlich, wirkt cool, fährt sich angenehm. Also gelungene, runde Sache, würde ich sagen. Und spätestens, wenn wir dann mal in einem RSQ8 sitzen, dann wird es eine richtig interessante Nummer. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr von diesem Q8 denkt, was ihr davon haltet. Ich muss wirklich sagen, ich weiß, ich bin mir da nicht treu, weil ich mal gesagt habe, dass ich nicht so der SUV-Fan bin, aber man ändert sich natürlich und ich muss echt sagen, hier, das ist mega. Von dem her verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Bis bald. Wir sehen uns wieder. Haut rein. Team Auto Wrapped. Ciao.
stop me, I'm all the way up.